Nun möchte ich Ihnen gerne gemeinsam mit Herrn Oschinski das Anziehen eines Kompressionsstrumpfes zeigen. Bitte beachten Sie, dass Sie einen solchen Strumpf nur auf Arztanordnung anziehen dürfen. Zudem muss er passgenau sein. Und ganz wichtig ist auch, dass Sie auf entstaute Venen achten. Und zuvor, bevor ich den Strumpf anziehe, muss ich natürlich eine gründliche Hautinspektion durchführen. Um einen Kompressionsstrumpf anzuziehen, gibt es verschiedene Hilfsmittel. Hier möchte ich Ihnen eines zeigen. In dieser Halterung wird der Kompressionsstrumpf eingespannt und der pflegebedürftige Mensch hat die Möglichkeit, den Strumpf alleine anzuziehen, sofern es möglich ist. Der Fuß wird hier in die Öffnung gesteckt und der Mensch kann die Halterung hochziehen, bis der Strumpf in gewünschter Position ist. Ich zeige Ihnen heute ein anderes Beispiel mit Herrn Oschinski. Dazu möchte ich Ihnen dieses Hilfsmittel vorstellen. Bevor ich anfange, den Strumpf anzuziehen, ziehe ich Handschuhe an. Zum einen zum Eigenschutz, aber auch, weil ich so den Strumpf besser hochziehen kann. Ich nehme nun die Easy Slide Anziehhilfe und ziehe diese über den Fuß von Herrn Oschinski. Danke. Also den Fuß einmal abstellen. Ich nehme den Kompressionsstrumpf und achte auf die innere Kennzeichnung. Die Strümpfe sind meist gekennzeichnet mit einem R für rechts und einem L für links. Dann rolle ich den Strumpf auf, so weit wie es geht. Und Herr Oschinski, können Sie bitte einmal den Fuß leicht anheben? Dankeschön. Und ziehe den Strumpf über die Hilfe. Wo Sie darauf achten müssen, Sie dürfen nicht an dem Strumpf ziehen, sondern nur vorsichtig schieben. Und durch die Anziehhilfe ist es so, dass der Strumpf besser über den Fuß gleitet. Achten Sie auf einen guten Sitz an der Ferse und nach können Sie den Strumpf aufrollen. Ganz wichtig ist, dass keine Falten entstehen. Und nun müssen wir die Hilfe wieder aus dem Socken, aus dem Strumpf rausziehen. Ich halte einmal Ihr Bein fest, Herr Oschinski, und ziehe hier an der Halterung. Das war's schon. Natürlich gucke ich nochmal, ob der Sitz korrekt ist. Hier müssen wir nochmal nachziehen, nachschieben, dass die Zehen auch wirklich frei liegen. Sonst kann es zu Druckstellen kommen. Und dann kontrolliere ich nochmal abschließend den Sitz. Fühlt es sich angenehm an? Ja. Oder drückt es? Nein, es drückt nicht. Also diese Frage ist ganz wichtig, denn wenn es zu Druckgeschwüren kommt, ist das sehr gefährlich für den Patienten oder für den Kunden. Am besten ist es auch so, dass Sie nach 1-2 Stunden nochmal zu den pflegebedürftigen Menschen hingehen und einfach nochmal nach dem Befinden fragen. So, und jetzt würde ich Ihren Schuh wieder anziehen. Und dann kann ich Sie zum Essen bringen, zum Frühstück. Ja. Dankeschön.